Ja, das vierte WM-Qualifikationsspiel ist gespielt. Wir haben das Maximum erreicht, was wir erreichen wollen, nämlich 12 Punkte und dementsprechend auch ein ganz gutes Torverhältnis hingelegt. Jetzt gilt es wirklich, Kräfte zu sammeln. War eine kräftezehrende, lange Saison mit dem Turnier. Man spürt das jetzt bei den Spielerinnen, dass sie so ein bisschen die Winterpause ja wirklich herbeisehnen, um mal zur Ruhe zu kommen, wieder Kräfte zu sammeln. Und jetzt gilt es, ja, die Dinge, die wir gut gemacht haben, zu bestätigen, die Dinge, die wir noch nicht so gut gemacht haben, in gewissen Automatismen, aber auch in gewissen Spiellösungen, aber auch einfach in den Techniken unter Druck weiter zu arbeiten, damit wir die schweren Aufgaben 2018 bestehen und unser großes Ziel erreichen, nämlich die WM 2019. Dazu braucht es aber eine körperliche und eine geistige Frische, die sich jetzt sicherlich die Spielerin mit Ende des Jahres und mit vielen Spielen in den Knochen und mit vielen emotionalen Momenten auch verdient haben.